So, meine lieben Freunde, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Alperabi-Kanal. Heute werde ich mit euch etwas besprechen, beziehungsweise muss ich euch etwas erzählen. Normalerweise sitze ich an meinem Schreibtisch und schicke Daten von meinen Kunden raus, die geblitzt worden sind oder irgendwelche Bußgelder, die eingetroffen sind, Zeugenfragen, solche Geschichten. Da war aber ein Brief dabei, was mich etwas aus der Fassung gebracht hat, beziehungsweise wo ich einmal schlucken musste. No homo an der Stelle, und Bußgelder sind eingetroffen. Nicht nur für mich, als auch für den Kameramann und auch für die Leute, die an dieser Aktion beteiligt waren. Bevor ich aber zu dieser Aktion komme, meine lieben Freunde, abonniert meinen Kanal, drückt einen Daumen hoch, aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen, und dann gibt es mehr solcher Videos. Freunde, die Bußgelder. Es geht um die Aktion von Klimaklebern. Ich habe 2 Videos über Klimakleber gemacht. Einmal die Aktion mit der G-Klasse, wo die Scheibe eingeschlagen worden ist. Und einmal die Aktion mit dem Aventador, wo es komplett eskaliert ist, sogar dass die Polizei vor Ort war, beziehungsweise wo die uns aus dem Verkehr gezogen haben. Und um diese Aktion geht es, denn die Aktion mit der G-Klasse, das könnt ihr hier auch sehen, das blende ich hier kurz einmal ein, da ist alles einwandfrei abgelaufen, da, beziehungsweise es ist so gelaufen, so wie man es wollte. Also ich wollte etwas zeigen, etwas thematisieren, und das ist auch komplett ohne Polizei, ohne irgendetwas. Es ist sehr gut verlaufen. Nur bei dem Video hier mit dem Aventador ist es ein bisschen ausgeartet, meine lieben Freunde. Warum ist es ausgeartet? Nach dieser Aktion sind sehr viele Polizisten vor Ort gewesen, denn die Leute, die da drumherum waren und nicht geholfen haben, nicht eingegriffen haben, haben die Polizei angerufen. Was schon mal natürlich korrekt ist, wenn man die Polizei ruft, weil sowas macht man ja. Und so wie ich mitbekommen habe, macht man sich ja auch manchen Dingen auch strafbar, wenn man sich einmischt, körperlich, ne, also physisch. Wenn man sich da einmischt, kann man auch angezeigt werden, obwohl man nur helfen wollte. Deswegen kann ich den einen oder anderen verstehen, der nicht eingreifen wollte, sondern einfach nur die Polizei gerufen hat. Verstehe ich zu 100%. Aber ich habe bei der Polizeistelle dementsprechend angerufen und gesagt, dass ich habe gefragt, was los ist. Also warum dieses Bußgeld, was ist, also warum dieses Bußgeld? Haben das die anderen auch bekommen? Die antworten mir natürlich, ich bekomme Nachrichten von den Leuten, die an dem Tag dabei waren, die Klimakleber, die wir da hin positioniert haben, die an der Aktion mitbeteiligt waren, haben auch Bußgelder bekommen. Wir haben aber natürlich vor der Aktion und nach der Aktion, und wir stehen immer noch zu unserem Wort und sagen, schickt uns diese Bußgelder rüber, wir bezahlen das, das war unsere Aktion, wir nehmen alles auf uns. Also ich nehme alles auf mich. Schickt mir alles rüber, die ganzen Anzeigen oder die Bußgelder, die ihr bekommen habt. Ich werde dafür gerade stehen und ich werde das auch bezahlen. Die Personen, die das gemacht haben, beziehungsweise die Bußgelder bekommen haben, haben das auch gemacht, haben uns das rübergeschickt, postalisch oder per E-Mail. Was aber mich betrifft, also wir reden hier, ich lese euch das mal vor, was in dem Bußgeldbescheid steht. Ich blende das hier auch ein, sodass ihr nebenbei auch mitlesen könnt. Sie haben an der vorgenannten Örtlichkeit eine grob ungehörige Handlung vorgenommen, indem sie sich als Klimakleber ausgegeben, den Verkehr aufhielten und ein Auto besprühten. Durch diese Aktion, welche für Passanten nicht als abgesprochen aussehen konnte bzw. sollte, wurde die Polizei benachrichtigt und somit mehrere Einsatzkräfte zu der örtlichen geschickt. Bis zur Feststellung, dass es sich um eine Videoaktion handelte und nicht um wirkliche Klimakleber, wurden die Polizeikräfte gebunden und konnten keine weiteren Einsätze annehmen. Das Ganze hat uns pro Person 178,50 € gekostet. Kein Punkt. Es ist wie gesagt nur ein Bußgeld. Freunde, bei mir sieht es ein bisschen schlimmer aus. Also wir reden hier von ein Klimakleber, 2 Klimakleber, 3., 4. Da waren 5. Da waren 5 Klimakleber. Einer hat sich noch rausgefuchst. Der ist irgendwie noch weggerannt und hat es geschafft, keine Anzeige zu kassieren. Grüße gehen raus an diesen Kollegen an der Stelle. Die haben alle denselben Betrag, außer ich. Bei mir wird es ein bisschen höher. Bei mir wird es ein bisschen schlimmer. Und wir reden hier von einer, ich sag mal, 4-stelligen Summe. Mehr auch nicht. Freunde, eine 4-stellige Summe für die Aktion. Wie gesagt, ich entschuldige mich nochmal an der Stelle an die Düsseldorfer Polizei für die Aktion, dass wir das nicht gemeldet haben. Aber es musste ja
echt sein. Das heißt, die Schauspieler, also die Leute, die dort waren, die Zuschauer von mir, die das mit mir zusammen gemacht haben, es musste einfach alles echt wirken. Und deswegen habe ich auch nichts angemeldet, auch nichts gesagt. Wie gesagt, das Ganze ging für, also auf Video sieht es etwas länger aus, aber das war eine Aktion von 2-3 Minuten. Und dann waren wir auch schon wieder weg. Nur der Einsatz, den wir da ausgelöst haben, der war natürlich nicht so gut. Sollte man nicht machen. Aber, meine Freunde, deswegen, ich entschuldige mich an der Stelle und ich mache es nicht mehr. Natürlich mache ich es nochmal. Ich mache es so und noch schlimmer. Ich werde es nochmal machen und nochmal machen. Vor 2 Tagen in Düsseldorf haben sich an der Königsallee Leute auf den Boden geklebt. Und genau das Gleiche habe ich da auch dargestellt. Das heißt, ich habe eigentlich nichts Falsches gemacht. Ich habe nur gesagt, lediglich, meine Message war, hört auf damit. Meine Message an die Klimakleber lautet, hört auf damit, macht es nicht, es bringt nichts, es... Wir sind noch mit einem blauen Auge davongekommen, denn der Polizist, mit dem wir da 2 Stunden geredet haben, hat mir gesagt, dass das eigentlich bis zu 10, von zwischen 10 und bis 30.000 Euro kosten kann, wenn du dich da auf den Boden klebst. Für diese ganze Aktion, das hätte richtig schlimm enden können. Deswegen, meine Freunde, eine Message an diese ganzen Klimakleber-Leute. Hört auf damit, macht es bitte nicht, es bringt nichts. Wir sind, wie gesagt, mit einem blauen Auge davongekommen. Wir haben, es ist 178 Euro, ist auch viel, ist nicht wenig Geld. Aber die es wirklich machen und richtig, wirklich, wirklich durchziehen. Ne? Wir reden da zwischen 10.000 bis 30.000 Euro, meine Freunde. Und das ist viel mehr als 178 Euro. Freunde, also ich sage euch ehrlich, auch vor Ort, wo die ganzen Polizisten da aufgetaucht sind, die 2 Zivilbeamte, die mich da aus dem Verkehr gezogen haben, die, ich sag mal so, von 15, 20 Beamte, die da standen, waren wirklich ungelogen. So 17, 18 Polizisten waren sehr korrekt, sind sogar auf das ganze Thema eingegangen. Ich habe denen meinen Kanal gezeigt, ich habe denen gesagt, pass auf, dies und das und jenes. Wir haben niemanden verletzt. Das sind die Leute, die da gerade an der Ecke stehen, gehören zu mir. Die ganze Aktion war geplant. Das ist mein Auto. Ich habe es beschädigen lassen. Deswegen ist alles in Ordnung. Und es war auch wirklich alles in Ordnung. Nun, da waren 2 Polizisten, die es wirklich drauf ankommen lassen haben. Die haben mich bis zu meinem Auto, weil ich habe mein Auto woanders hin geparkt. Den Aventador habe ich ja extra aus der Garage rausgeholt. Die haben mich bis zu meinem Auto, sind die mir hinterhergefahren, um meinen Ausweis sich anzuschauen. Die wollten meinen Ausweis, weil ich da irgendwie nicht im System stehe oder weil die mich nicht gefunden haben, irgendwie angeblich oder so. Also Freunde, es ist unglaublich gewesen vor Ort, also Emotionen. Die einen haben das gefeiert, die einen anderen waren ein bisschen so schockiert. Klar, die haben sich zwar ein bisschen geärgert, haben aber gesagt, super Aktion. Die anderen, die 2 Polizisten, die da waren, dessen Gesichter ich mir gemerkt habe, die waren absolut daneben, also so wie die mit mir geredet haben, so wie die mit mir umgegangen sind, kann ich euch nicht beschreiben. Ich wünschte, ich hätte es aufgenommen, um euch zu zeigen, weil das geht gar nicht. So, ne? Wir reden da über ein Auto, was mir gehört, wir reden über eine Aktion, was geplant war. Niemanden habe ich gefährdet, niemanden habe ich geschadet. Ich wollte einfach nur eine gute Message mitgeben, meine lieben Freunde. An dieser Stelle beende ich auch das Video schon. Ich muss jetzt sehr viele Gelder überweisen an der Stelle und ja. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.